Hallo und herzlich willkommen, Marco hier. In diesem Video werde ich dir SocialLinker in der aktuellen Version vorstellen. Wir werden einen kleinen Walkthrough machen, welche Features du in dieser, ich muss ja wirklich schon bald sagen, All-in-One-Software findest. Und ich hätte einfach gesagt, wir legen los. Zuallererst hast du hier die Möglichkeit, das sollte hier aufpoppen bei dir zum ersten Mal, dich in unserer neuen User-Community zu registrieren, wenn du da noch nicht drin bist. Wenn du schon drin bist, perfekt. Wenn du noch nicht drin bist, musst du dich hier dann einfach registrieren und hast hier dann aktuelle Informationen, News, Updates und so weiter für alle meine Softwarelösungen, natürlich eben auch SocialLinker. Hier befinden wir uns im Dashboard, okay, da landest du immer, sobald du dich einloggst. Du siehst hier in einer kleinen Übersicht, welche Seiten du hast, wie viele Links du hast, hast Statistiken hier und siehst dann hier nochmal aufgeführt die ganzen aktuellen Links, die du hast, egal ob Biolink-Seite oder eine Kurzlink. Unter Biolink-Seiten natürlich ganz, ganz klar, ich werde das jetzt hier mal ausblenden, Biolink-Seiten ganz klar, hier findest du alle deine Bio-Pages. Unter verkürzte Links, hier hast du die Möglichkeit, dir Links, die einfach ja, schwer zu merken sind, mit einem sogenannten Kurzlink zu versehen. Ja, ich nehme jetzt hier einfach mal ganz kurz das Beispiel. Ja, der Kurzlink ist socially.link/raumduft und die lange URL wäre natürlich um Vielfaches unschöner. Okay, dann haben wir hier Dateilinks, wo du die Möglichkeit hast, Dateien hochzuladen und die einfach mit anderen Leuten zu teilen, ebenfalls hier über einen schönen Link. Du hast die Möglichkeit, V-Card-Links zu erstellen, das heißt Visitenkarten. Wenn da jemand draufklickt, kann er sich deine Visitenkarte direkt ins Handy einspeichern und hat sofort alle deine Kontaktdaten, die du eben freigibst. Wir haben das Gleiche für Events, ja, Veranstaltungen. Und hier ein ganzes, wirklich ein tolles Highlight, unsere QR-Codes, okay, und das sind jetzt eben nicht nur irgendwelche, ja, 0815 QR-Codes, sondern du siehst hier, die können hier schon auch richtig geil ausschauen. Wir haben mittlerweile ganz, ganz viele Updates hier bekommen und ja, eins kann dir sicher sein, einen gleichen QR-Code wirst du da draußen so schnell nicht finden. Wir haben die Möglichkeit, KI-Tools zu nutzen, das heißt einfach, ja, Dokumente zu erstellen, Bilder zu erstellen. Wir haben die Möglichkeit, Sprache in Text umzuwandeln. Wir haben die Möglichkeit, ganz einfach mit der KI zu chatten. Wir haben die Möglichkeit, Signaturen zu erstellen, zum Beispiel für deine E-Mails, die du rausschickst. Und wir haben hier noch ganz, ganz viele andere Tools, die dir ermöglichen, ja, gewisse Features, die einfach sehr hilfreich sind, zu verwenden. Ja, das heißt, es können Tools sein für Domains, das können Tools sein für Texte, das spielt überhaupt keine Rolle. Wir haben hier über 150 Tools, die hier noch inkludiert sind, komplett kostenfrei für dich. Du hast die Möglichkeit, eigene Domains aufzuschalten in den bezahlten Plänen, Pixel zu verwenden, um einfach das Ganze auch zu tracken. Du kannst verschiedene Projekte anlegen. Hier ist natürlich wirklich ganz wichtig, es liegt immer daran, welchen Plan du bei SocialLinker hast. Wir haben die Möglichkeit, Splash-Seiten zu erstellen. Das sind einfach vorgeschaltete Seiten, wenn du einen Kurzlink verwendest. Du hast die Möglichkeit, Daten einzusehen von Kunden, die was bei dir gekauft haben, zum Beispiel, denn du kannst mittlerweile auch deinen eigenen Zahlungsanbieter hinterlegen. Zum Beispiel PayPal, Stripe, Kryptozahlungen, Molly und so weiter und so fort. Hier siehst du dann alle Zahlungen, die von Gästen durchgeführt wurden. Und damit sind wir mal den Features von SocialLinker im Großen und Ganzen durch. Hier findest du dann nochmal den Link zur User Community. Und hier unter dem Reiter Tutorials hast du dann die Möglichkeit, dir die aktuellen Tutorials anzusehen. Wenn du hier unten auf deinen Namen klickst, hast du dann verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Das heißt, du kannst in deinen Account, hast allgemeine Einstellungen, kannst deinen Plan ändern, siehst deine Zahlungen, kommst in unseren Affiliate-Bereich, wo du die Möglichkeit hast, SocialLinker weiterzuempfehlen und dafür Provisionen zu generieren. Wenn es dein Plan erlaubt, siehst du hier auch die API oder das
Teamsystem. Unter diesen beiden Tools, beziehungsweise wenn du das Video schaust, vielleicht sind da schon andere dabei, hast du die Möglichkeit, ohne dich extra einzuloggen, in andere Tools von uns zu gehen, in denen du ebenfalls Kunde bist. Das heißt, wir haben hier zum Beispiel, wenn ich da jetzt drauf gehe, komme ich in unsere KI-Software. Ja, hier ist unser KI-Writing-Tool. Und dementsprechend hast du einfach die Möglichkeit, hier hin und her zu switchen, ohne dich überall ein- und auszuloggen. Das war es jetzt im absoluten Schnelldurchgang. Wir werden natürlich für jedes der verschiedenen Tools eigene Videos haben. Ich wünsche dir viel Spaß beim Anschauen. Bis dahin, alles Liebe, ciao.